Ja, guten Abend. Ich darf Sie wieder zur Academy of Life begrüßen. Es freut mich, Sie hier in der Siemens City zu sehen. Wir haben auch heute wieder einen sehr spannenden Gast. Und ich muss sagen, durch unser Engagement bei den Salzburger Festspielen habe ich die Frau Präsidentin auch persönlich sehr lieb gewonnen, weil sie ist ein wirklich angenehmer Partner, mit dem man auch die schwierigsten Themen immer sehr umgänglich und lösungsorientiert umsetzen kann. Und für heuer planen wir neben unseren Auftritten in Salzburg als Sponsor die schon traditionellen Salzburger Festspielnächte heuer im 11. Jahr wieder aufzuführen. Und wir haben möglicherweise im Sommer dann noch ein zusätzliches Programm. Wir werden versuchen, in Europa vorerst, aber vielleicht später mal auch international Programme der Salzburger Festspiele zu übertragen. Das ist, passt bei uns als Siemens auch ins Programm. Wir sind verbunden mit Kultur, aber auch Technologie, und daher freut es mich sehr, dass wir hier die Unterstützung unserer Präsidentin haben. Ich darf Ihnen ankündigen, Frau Präsident Dr. Rabel Stadler, und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Es ist gestern Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, in London zum ersten Mal der International Opera Award verliehen worden. Allererstes Mal. Er soll und wird so etwas wie der Oscar der Opernwelt. Die Salzburger Festspiele haben den Preis für das beste Opernfestival der Welt bekommen. Begrüßen Sie mit uns Präsidentin Rabel Stadler. ...2001 ungefähr, wie Gérard Mortier gegangen ist, Hans Landesmann gegangen ist, hat die Wiener Zeitung über Sie geschrieben mit Überschrift „Die einzige Überlebende“. Das war vor 12 Jahren, und es war visionär, weil es ist heutzutage nahezu wieder auf einem ähnlichen Stand. Alexander Pereira droht ständig mit dem Weggehen, er hat mit dem Rücktritt gedroht schon vor Beginn seiner ersten Saison. Dazwischen gab es Flim, Ružička, Hinterhäuser. Es ist Ihr fünfter Intendant, die einzige Überlebende. Was ist Ihr Geheimrezept? An die Festspiele denken, nicht an das eigene Ego. Die Festspiele sind so eine tolle Aufgabe, die aber mal ganz salopp, als jetzt gerade dieser ganze Papstprozess, Wahlprozess war, habe ich zu einem Journalisten gesagt, das ist schöner als Papst sein, Festspielpräsidentin. Es ist so was Besonderes, zu wissen, da ist die Kultur, dass die Freude am Schönen, aber auch dieser Gründungsauftrag, mit dass die Kultur die vom Krieg gegeneinander gehetzten Völker miteinander versöhnen soll. Und da ist man dort und kann mitwirken, dass das jedes Jahr sich wieder manifestiert. Herrlich. Ich habe in einem alten Zeitungsinterview gelesen, in dem Sie gesagt haben, das war der erste Posten, um den Sie sich beworben haben, der einzige Posten, um den Sie sich beworben haben. Ja, das war so, und das hat mir sogar einen schwarzen Fleck auf der, wie ich sonst glaube, weißen Weste meiner Glaubwürdigkeit gebracht. Denn als ich erfuhr, dass der damalige Präsident Heinz Wiesmüller aufhören will, das war 1994, habe ich gerade einen Persönlichkeitswahlkampf für den Nationalrat geführt, mit viel persönlichem Einsatz, und habe nie daran gedacht, dass ich etwas anderes mache. Und dann kam das auf mich zu, man fand niemanden, und auf einmal habe ich mir gedacht, das möchte ich eigentlich. Und das war natürlich enttäuschend für jene, die sich für mich eingesetzt haben. Denn die haben manche mir dann auch nicht geglaubt, dass ich das nicht schon in der Brust, in pectore hatte. Hatte ich aber nicht. Sondern es war eigentlich mein damaliger Mann, Peter Rabel, der gesagt hat, Helga macht es, das ist doch dir auf den Leib geschneidert. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Sie sind eine spannende Mischung aus jemandem, der gerne ins kalte Wasser springt, das Risiko sucht und trotzdem auch eine hohe Anpassungsfähigkeit hat. Ja, tatsächlich, einer meiner Lieblingssprüche ist von Amari: Risiko ist die Bugwelle des Erfolgs. Und da bin ich sicher nicht so im österreichischen Mainstream,
weil bei uns sieht man ja in der Veränderung immer nur die Gefahr der Veränderung zum Schlechteren und nie auch die einzige Möglichkeit der Veränderung zum Besseren. Aber so mutig, wie das jetzt scheint, bin ich dann auch wieder nicht. Sie haben völlig recht. Ich passe mich schon an. Aber wenn du so oft wechselst, musst du ja auch zuerst ein bisschen zuschauen. Das wäre ja lächerlich gewesen, wenn ich in die Festspiele gekommen wäre, wo so alte Kulturmanager, so erfahrene wie der Hans Landesmann sind und ich hätte gesagt, so machen wir es nicht, wir machen es so. Ich habe vom Hans Landesmann sehr viel gelernt, auch wie man Fantasie trotzdem mit finanziellen Verantwortungsbewusstsein verbinden kann. Und insofern habe ich mich immer zuerst angepasst und dann erst wieder versucht, wenn ich geglaubt habe, es muss ein bisschen geändert werden, da was durchzusetzen. Es gibt ja den geradlinigen Erfolg nicht. Es gibt ja den Menschen, der so durchmarschiert und alles glückt, gibt es ja nicht. Und wir erleben das hier auch immer wieder und auch in den Workshops, an sowas wächst man ja auch. An sowas wächst man, man wird stärker. Es ist in der Situation nicht leicht, aber man wird stärker. Ich glaube, dass man schon ein bisschen gelassener wird, wenn man schon viel erlebt hat. Ich glaube, damals die Krise mit dem Dr. Mortier, mit dem ich, wie gesagt, auf besten Gesprächsfuß bin und als wir uns jetzt im Musiktheater gesehen haben in Linz, wir haben uns geküsst und es war kein Judaskuss, aber das hat mich damals sehr getroffen. Und das war auch wirklich schwer, da wieder für mich den richtigen Weg zu finden. Denn das war ich nicht gewöhnt, dass ich so unqualifiziert angegriffen werde. Und da hat witzigerweise mein Vater Gerd mir durch einen ganz saloppen Sager geholfen. Es stand in der Zeitung dann, sie ist ja furchtbar nett, aber furchtbar dumm. Jetzt müssen Sie sich einmal vorstellen, Sie haben sowas in der Zeitung. Da glaube ich auch, dass man sich das nur mit einer Frau traut. Mhm. Und mir ist einfach vorgekommen, ich gehe durch Salzburg und habe ein Schild, bin furchtbar nett und furchtbar dumm. Ich wollte nicht einmal mehr ins Café Bazar gehen, so habe ich gelitten. Und dann hat mein Vater gesagt, du weißt was, sei froh, dass er das gesagt hat. Denn dass du nicht dumm bist, weiß jeder. Aber dass du furchtbar nett bist, hat nicht jeder gewusst. Und das hat mir wirklich geholfen. Was ganz wichtig ist, Sie haben gesagt, die Internationalisierung. Es war Ihnen aber auch immer, und das ist in diesen 19 Jahren wirklich konsequent zu verfolgen, die Verankerung in der Bevölkerung, die Siemens-Festspielnächte. Wer das einmal erlebt hat, das ist berührend, ja. Wenn die Leute dort sitzen, es regnet, dick angezogen, es ist eiskalt und sie klatschen nach einer Arie. Und auch Margit Schöppan hat das ja mit Ihnen eigentlich damals neu erfunden und neu verhandelt. Auch die Übertragungen im ORF natürlich. Toll. Also dieses die neuen Medien nutzen und den Zugang für jeden, dass man einfach nicht nur als Kartenbenutzer, als Kartenbesitzer von den Festspielen etwas hat. Das ist, glaube ich, auch, das ist meiner Meinung nach in der Konsequenz über diese vielen Jahre eigentlich ausschließlich Ihr Verdienst. Also der Fritz Urban, damals Intendant vom Studio Salzburg, hat zu mir damals, ich war ganz neu als Präsidentin, gesagt, machen wir das doch sowas wie am Rathausplatz in Wien. Und das war lustig. Der Mortier und der Landesmann hatten Angst, dass das die Exklusivität der Salzburger Festspiele stört, wenn es nach außen hin übertragen wird. Und ich freue mich, dass der
liebe Herr Hochleitner da ist, und wir haben das dann durchgetragen, und das gibt es auf der ganzen Welt nicht. Es gibt nirgendwo eine Kulturveranstaltung, wo zur selben Zeit, im selben Jahr so viele Sachen übertragen werden, und da danke ich auch dem ORF. Letztes Jahr haben wir 12 Sachen auf den Kapitelplatz hinaus übertragen, dank Siemens. Und das ist natürlich wahnsinnig wichtig, wie Sie richtig sagen. Gerade bei einem Hochpreisfestival ist das der Zugang. Und ich kriege rührende Briefe von den Leuten, wo die sich bedanken. Das Entzückendste war von der Burgi Berger, Händelstation in Viehhausen. Da hat der Mann geschrieben, er ist jetzt sehr froh, dass die Siemens-Festspielnächte endlich aus sind, weil seine Frau ist jeden Morgen so übernachtig vom Kapitelplatz gehen, weil er ist gewöhnt, dass seine Frau in der Früh die Händeln rupft. Ja. Ich glaube, also wie Sie sagen, ich wusste nicht, dass Mortier, gerade der sozialreformerische Mortier, da Angst hatte um die Exklusivität. Aber Pereiras Verdienst ist es jetzt, dass wir noch einmal zulegen konnten und wir noch mehr Übertragungen haben. Diese Frau, die heute hier gesessen ist, kann die ärgsten Wickeln haben hinter den Kulissen. Sie wird mit einem guten Wort über ihre Partner abschließen. Das ist etwas, was wir sehr, sehr bewundern. Der 60. Geburtstag war ein Riesenfest am 2. Juni vor 5 Jahren. Sie haben ein wahnsinnig tolles Porträt von der Xenia Hausner bekommen. Es hat Reden gegeben. Es war wirklich ein großes Fest. Wie feiern Sie denn den 65. heuer? Mein Bruder lädt für mich zu einem heurigen. Es ist das andere Programm. Es hat damals der Jürgen Flimm für mich ein Fest gemacht. Ich kann Ihnen eigentlich nicht sagen, wie es war, weil ich habe die halbe Zeit geheult, so gerührt war ich. Sie müssen sich vorstellen, auf der Bühne der Felsenreitschule, offener Himmel, man weiß ja, in Salzburg regnet es ja nie, lauter Sterne und alle mit Luftballonen und Reden sind gehalten worden. Und der Ulrich Tukur, unser Jedermann, damals nicht mehr Jedermann, hat mit seiner Band gespielt. Na, es war einfach himmlisch. Und sowas soll man nicht versuchen zu wiederholen. Klug. Wenn wir die möglichen Archetypen in einem Theaterstück oder in einer Oper durchgehen, also den König, die Königin, die Zofe, das Kammermädchen, die Geliebte, den Geliebten, den Trickser, den Zauberer, in diesem Theaterstück, sich jetzt da so, wo ich so die Figuren vor mir sehe, welche Rolle wäre denn da Ihre Rolle? Präsidentin. Danke. Ich bedanke mich sehr herzlich. Danke. Helga Rabel-Stadler erfindet nämlich nicht nur ihre Stücke, sondern auch ihre Rollen. Thank you.